Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Preußen Münster. Spielstand entstand 0:0 vor 8.950 Zuschauern. Wir gucken auf das Spiel mit den beiden heute hauptverantwortlichen Trainern. Das ist auf der Seite von Preußen Münster Luis Cordes in Vertretung von Sascha Hildmann. Hallo. Und unser Trainer und Manager Rüdiger Ziel. Servus. Ja, das erste Wort zur Analyse gebührt wie immer unseren Gästen. Wie war das umkämpfte Spiel für euch? Ja, also ich denke, wir haben genau das Spiel gesehen, was wir erwartet haben, dass es sehr umkämpft wird, dass es sehr intensiv wird, viel über zweite Bälle geht. Haben heute gegen eine sehr gute Mannschaft aus Saarbrücken gespielt, das war uns auch bewusst und sind natürlich zufrieden, dass wir gerade auch mit dem Spielverlauf, mit der gelb-roten Karte, einen Punkt mitnehmen konnten, dass wir zu Null gespielt haben. Die besseren Chancen waren bei Saarbrücken gewesen. Die erste Halbzeit haben wir ein, zwei gute Momente auch gehabt. Aniki Reber zum Beispiel allein vom Tor. Aber insgesamt waren wir nach vorne heute etwas zu ungenau, sodass Saarbrücken auf jeden Fall die besseren Möglichkeiten hatte. Trotzdem hat unsere Mannschaft dann extrem konsequent sich reingeworfen, gut gearbeitet und ja, ich denke, eine sehr, sehr gute Moral gezeigt am Ende. Dankeschön. Rüdiger, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, hallo. Wir sind total unzufrieden mit dem Ergebnis, weil wir, glaube ich, im Spiel sehr vieles richtig gemacht haben. Und ja, es waren auch viele zweite Bälle, gebe ich dem Kollegen recht, aber ich glaube, war auch spielerisch auf einem schlechten Platz eine gute Leistung meiner Mannschaft mit einer deutlich größeren Anzahl an Torchancen, auch gerade insbesondere erste Halbzeit. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es dann in Überzahl erstmal ein bisschen unkoordiniert, zu hektisch, wo wir nicht klar genug waren. Gegen Ende dann nochmal Möglichkeiten auch hatten und aber gerade was die Defensive anbelangt bei uns, gegen eine Mannschaft, die, glaube ich, statistisch die meisten Großchancen auch in der dritten Liga hat, haben wir, glaube ich, ja, bis auf eine Situation und natürlich Standardsituation nichts zugelassen. Deswegen da alles wegverteidigt und schlussendlich einfach müssen wir da weiter dran arbeiten, müssen es irgendwie erzwingen, dass wir Tore machen. Ich glaube, das war jetzt am Mittwoch Thema, zweite Halbzeit. Das war heute über 90 Minuten Thema und entsprechend sind wir enttäuscht, weil wir ein gutes Spiel gemacht haben und unsere Möglichkeiten aber nicht genutzt haben. Und von daher sind wir ja nicht so richtig happy und müssen da das irgendwie einfach erzwingen. Erarbeiten weiter und dann werden wir auch wieder Tore machen. Und positiv ist einfach auch wieder, dass wir jetzt das vierte Spiel kein Gegentor kassiert haben. Das ist einfach eine richtig gute Tendenz. Und da wollen wir am Mittwoch gucken, dass wir da auch dranbleiben, auch kein Gegentor kassieren können. Danke. Ja, herzlichen Dank an die beiden Trainer. Kommen wir gerne zu den Fragen. Rüdiger, du hast in der Offensive umgestellt. War das auch schon im Hinblick auf das Spiel gegen Frankfurt? Nein, war es nicht. Wir hatten mit Kai Prünker, glaube ich, einen Spieler, der sehr, sehr viel gespielt hat bisher. Und wer die Spiele sieht von ihm, weiß auch, dass er immer auch sehr viel ackert, sehr viel investiert, bis an die Grenze geht. Und war einfach gestern auch müde, schwere Beine gehabt. Und schlussendlich haben wir mit Simon Scheele einen Spieler, der das auch schon gut gemacht hat. Und Thema war einfach Angriffspressing von Münster. Wenn sie es komplett durchgespielt hätten, auch zu überspielen, dass wir ihn einfach mit Tempo dann auch hinter die Kette schicken können. War jetzt nicht so viele Situationen. Trotzdem hat Simon, glaube ich, ein sehr gutes Spiel gemacht, nachdem er schon lange jetzt nicht mehr in der Startelf war. Von daher war das jetzt nicht irgendwie auf Hinblick für Mittwoch im Pokal eine Maßnahme, sondern einfach auch der Belastung geschuldet. Ja, Herr Cordes, eine Frage. Hatten Sie während dem Spiel vor dem Spiel Kontakt zu Sascha Hildmann? Weil ich will auf die Szene nach dem Platzverweis eingehen. Da wurde er direkt umgestellt. War das in einem Zusammenhang mit dem Platzverweis zu sehen, die Einwechslung von Ali Hahn? Also wir waren natürlich vor dem Spiel in Kontakt und während des Spiels auch über unseren Torwarttrainer, der entsprechend dann einen Knopf im Ohr hatte und ja, waren im Austausch gewesen, haben natürlich dann sehr schnell reagieren müssen, wie wir hinten umstellen und haben dann entsprechend drauf reagiert. Ali haben, wie Sie schon sagen, reingebracht, um dann den Thomas Kock entsprechend mit Sebastian Rovca zu ersetzen im Zentrum und mussten vorne auch noch ein bisschen was umstellen. Ja. Aber der Kontakt war da und ich denke, das war auch gut so, dass wir da entsprechend im Austausch waren.
Rüdiger, Julius Biada hat heute das erste Mal seit gefühlten Ewigkeiten wieder von Anfang an gespielt. Seit dem 11. Februar. Seit dem 11. Februar, okay. Wie hast du seine Leistung gesehen und auch seine körperliche Entwicklung in den letzten Wochen? Ja, total positiv, einfach die körperliche Entwicklung, dass er uns einfach zur Verfügung steht, dass er ein Kandidat ist zum eingewechselt werden, hat er gezeigt. Dass er jetzt auch in der Startelf und dann über 60 Minuten auch gespielt hat, sehr, sehr erfreulich. Und ich glaube, hat auch ein gutes Spiel gemacht, intensives Spiel auf einem schweren Boden. Am Ende muss er sich halt auch belohnen. Ich glaube, er ist auch ein Kandidat, der in der ersten Halbzeit die eine oder andere Möglichkeit hat. Und dann wäre es, glaube ich, perfekt für ihn gelaufen. So sind wir alle traurig, aber ich glaube, bei ihm und auch bei uns, was so die Personalie Julius Biada anbelangt, sind wir einfach auch happy, dass er jetzt über so einen langen Zeitraum einfach gesund ist und natürlich dann auch ein gutes Spiel auch gemacht hat. Dann sind weitere Fragen nicht erkennbar. Kurzer Ausblick. Rüdiger hat es schon erwähnt. Am Mittwoch 18 Uhr hier Pokalspiel vor ausverkauftem Haus gegen Eintracht Frankfurt. Danach am Wochenende dann beim SC Freiburg 2. Euch Luis, guten Nachhauseweg und wir freuen uns auf das Rückspiel im schönen Münster. Uns hier noch einen angenehmen Nachmittag im Ludwigspark und bis Mittwoch. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.